Ciao a tutti, heute gibt es ein Pasta-Rezept. Wir machen Fettuccine mit leckerer Ricotta-Mandel-Basilikumsoße. Also Leute, schnallt euch an, das wird richtig gut. Es wird richtig gut. Womit fangen wir an? Als erstes natürlich das Nudelwasser schon mal heiß machen. Wir wärmen die Pfanne an und dann nehme ich mir hier diese Mandeln und hack davon so ein bisschen leicht grob an und die werden dann so ein bisschen angeröstet. Ich fange einfach mal an. Und die könnt ihr echt einfach nur so ganz grob anhacken mit eurem Werkzeug, mit eurem Messer. So. Gehackt sind sie, jetzt kommen sie in die vorgewärmte Pfanne. Ich halte mal meine Hand so ein bisschen drüber. Die ist auf jeden Fall heiß genug. Nehmt euch das Brett, Messerrücken und dann könnt ihr es reinschieben. Das Ganze lassen wir jetzt so ein bisschen anrösten. Also passt nur auf, dass die Dinger nicht verbrennen. Schwarz sollten sie nicht werden. Nudelwasser muss noch kochen. Wir kümmern uns jetzt schon mal um den Basilikum. Also da wirklich auch großzügig sein. Ich finde ja wirklich Basilikum geilen Geschmackgeber. Luigi, wie siehst du das? Ich liebe Basilikum, auch besonders mit Tomaten. Vor allen Dingen auch in Jim Basil und so, ne? Aber natürlich auch zum Essen. Ich finde also gerade auch bei roten Soßen, ne? Also nichts ohne Basilikum eigentlich meistens. Mandeln sind gleich fertig. Wir salzen schon mal das Wasser. Die haben jetzt eine schöne Röstung bekommen. Wir schmeißen jetzt die Pasta rein und dann gehen wir an das Ricotta-Gedöns. Jetzt Ricotta ab in Pfanne. So. Wir tun so ein bisschen was hier von dem Wasser dazu. Ihr könnt darüber nachdenken, ob ihr noch so ein bisschen Käsegewürze mit einem Pecorino oder Parmesan dafür braucht. Auch das ist sicherlich nicht schlecht. Ich lasse es hier mal weg, also gehe halt voll auf den Ricotta-Geschmack. So, Pasta ist abgesiebt, rein in die Ricotta-Masse. Können wir dann hier schon mal gut durchrühren. Dann wird das Ganze schon mal gleich eine sehr weiße Nummer. Könnte fast so ein guter Weihnachtsteller sein. Jetzt Basilikum. Unsere Mandeln, da nicht alles, lasst am besten ruhig noch so ein ganz bisschen, dass ihr noch am Ende ein wenig auf dem angerichteten Teller toppen könnt. Und das Ganze wird jetzt hier schon mal so ein bisschen vermengt. Es kommt noch ein bisschen gutes Olivenöl dazu. Und damit es ein bisschen frischer ist, auch so ein bisschen Zitronenzeste. Last but not least, ne? Pfeffer ran und noch ein ganz bisschen Salz. Wir haben ja auch das salzige Nudelwasser gehabt. Auch noch ein ganz bisschen kann es vertragen. So. Und wir haben uns dann natürlich auch noch ein paar Mandeln als Topping übrig gelassen. Zack, 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 zack. Und schon habt ihr einen richtig leckeren Pasta-Ricotta-Teller mit Mandeln, Basilikum, Zitronenzeste und nur guten Sachen. Lasst es euch schmecken, macht es nach. Ich hoffe, das Ding hat euch gefallen. Ich hoffe, lasst uns dafür einen Daumen nach oben da. Schreibt auch wieder Anregungen, Rezeptvorschläge oder Ideen in die Kommentare. Wir versuchen alles umzusetzen. Abonniert den Kanal natürlich. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.